Hallo ihr Sepplinge, willkommen zu meiner kleinen Riding Out News. Es ist Freitag, das heißt gestern Abend kamen Neuigkeiten auf der Riding Out Facebook-Seite und oh mein Gott, ich bin richtig gehypt und ihr werdet das auch gleich sein, wenn ihr erfahrt, was alles reinkommen wird, das verspreche ich euch jetzt schon mal und ich versichere euch, ich verspreche euch nicht zu viel. Ich klappere jetzt einfach mal der Reihe nach die Liste ab und ja, dann gibt es überhaupt kein Durcheinander, weil wenn ich bin gerade so aufgeregt, wenn ich das jetzt irgendwie versuche, eine ordentliche Reihenfolge zu bringen, dann geht das gerade mal komplett schief. Also, wir fangen an. Rein kommt natürlich, das wissen wir schon länger, der Multiplayer. Wir können dann endlich miteinander spielen und uns in einer Multiplayer-Welt auch begegnen und sind nicht mehr auf unsere eigene Welt angewiesen und beschränkt. Das ist schon mal eine richtig coole Nachricht. Denn dann haben wir das erste Mal den Multiplayer-Aspekt, der im Spiel geplant ist, haben wir dann auch integriert. Mit dem Multiplayer kommt auch ein erstes Rennen. Darauf freue ich mich auch schon und wenn wir mal nichts mehr zu tun haben in den Let's Play-Folgen, dann weiß ich schon, was wir machen. Dann werden wir nämlich definitiv auf dem Multiplayer-Server bzw. in dem Multiplayer-Bereich herumrennen und Rennen machen. 100 Pro. Garantiert. Bin ich jetzt schon total überzeugt von. Können wir natürlich auch gerne immer mal wieder zwischendurch machen. Und gerade am Anfang will ich natürlich auch den Multiplayer-Bereich erkunden. Das ist ja völlig klar. Thema Multiplayer-Bereich. Ich hatte ja auch schon erwähnt, dass es eine komplett neue Welt geben wird, weshalb ja auch die Spielstände unter anderem nicht übernommen werden. Die Welt wird ganz anders aussehen, als wir sie bislang kennen. Caro hat dazu auch gestern nochmal 3 Bilder gepostet. Sieht alles richtig schön aus, wie an so einem, ja, ich habe schon gesagt, wie an so einem lauen Sommerabend, wo noch so die letzten Sonnenstrahlen wärmend durch die Bäume scheinen. Gott, das klang jetzt schon fast poetisch. Auch da, also ich mag die neue Engine. Bei manchen ist sie ja nicht so gut angekommen. Ich muss sagen, ich mag gerade diese weicheren Konturen, mag ich ganz gerne. Weil man das ja auch in real hat. Die Luft steht ja nicht still, die flimmert ja immer so ein bisschen. Man sieht es nicht unbedingt. Aber man sieht es eben anhand, dass es so ein bisschen diesig ist oder eben die Kanten nicht so klar sind. Und ich finde, das ist tatsächlich mit der neuen Grafik besser getroffen als mit der alten. Aber was ist denn eure Meinung dazu? Schreibt es mir doch mal in die Kommentare. Ich bin sehr gespannt, das zu lesen. Und Thema neue Engine. Zu erklären, was eine Engine ist, das wäre relativ... ja, jein kompliziert. Sagen wir es mal ganz vereinfacht, eine Engine ist einfach die Grundlage, auf der ein Spiel basiert, auf der es programmiert wird. Und da kommt jetzt eben eine neue. Und diese neue Engine hat nicht mehr so starke Anforderungen an euren PC wie die alte. Und das heißt, dadurch wird die Leistung verbessert. Es wird auch auf schwächeren PCs und Laptops spielbar sein. Im Gegensatz zur alten. Ihr könnt es also auf jeden Fall nochmal ausprobieren. Die kostenlose Version wird auch wieder zurückkommen. Braucht aber natürlich auch noch eine Weile, weil die auch auf der neuen Engine laufen wird. Das ist ja völlig logisch. Das heißt, dann könnt ihr das Ganze auch nochmal austesten. Wann jetzt aber die kostenlose Testversion wieder verfügbar sein wird, das kann ich momentan noch nicht sicher sagen. Kann sein, dass es mit dem Update kommt, aber ich denke eher, dass da noch ein kleines bisschen Zeit zwischen vergehen wird. Ja, was ist noch neu? Der Chat, ihr habt ihn schon gesehen, auf älteren Bildern, in anderen Newsfolgen, auch auf den 3 Bildern, die ich euch eben eingeblendet habe, da ist unten links so ein kleines, ja, milchiges, in Anführungsstrichen, Fenster. Vielleicht blende ich es jetzt einfach gerade nochmal ein. Und da kann man schon sehen, da wird der Chat für den Multiplayer hinkommen. Und darauf fällt auch noch was auf. Unten diese Leiste, durchnummeriert von 1 bis 7. Es ist ja von einem Inventar die Rede, was auch reinkommen wird. Ich weiß jetzt noch nicht genau, ob das hier so ein bisschen ist wie in Survival Games, die man so kennt. Dass man da Gegenstände reinpacken kann, wie jetzt zum Beispiel eine Axt, wie zum Beispiel eine Spitzhacke. Die Dinge, die man eben braucht. Oder ob das jetzt schon das Inventar ist. Das kann ich noch nicht beantworten, aber das ist eine Sache, die mir eben aufgefallen ist. In Bezug auf das Inventar. Was mit dem neuen Update dann auch kommen wird, ist der Launcher in Anführungsstrichen. Denn einen Launcher braucht das Ganze ja nicht. Riding Out wird mit dem kommenden Update dann auf Steam verfügbar sein. Das heißt, dann müsst ihr euch beim einem Update nicht mehr das komplette Spiel neu runterladen, denn das macht Steam für euch. Ihr müsst euch dann nur noch auf Steam einloggen. Ihr braucht dafür einen kostenlosen Steam-Account.
Und Steam wird dann automatisch neue Spieldaten runterladen, wenn dann ein Update für Riding Out verfügbar ist. Was ich auch schon erzählt hatte, ist, dass sich die Quests verändern werden. Das Riding Out Team möchte nämlich nicht, dass wir nochmal hundertprozentig genau dasselbe machen müssen, wie wir es jetzt schon in der alten Version machen mussten, damit es nicht zu langweilig wird. Deswegen hat sich das Team da etwas Neues einfallen lassen und es gibt neue Quests und neue Dialoge mit den NPCs. Ich bin schon sehr gespannt, was uns dann erwartet und das werde ich mir natürlich dann auch nicht entgehen lassen, das mit euch zusammen zu machen. Und jetzt kommen die, wie ich finde, eigentlich fast krassesten News zum kommenden Update. Ja, ihr habt richtig gehört, es wird noch cooler als das, was ich euch gerade eben schon erzählt habe. Auch wenn es eigentlich kaum noch möglich ist. Und zwar, vor ein paar Wochen wurde uns ja schon ein Bild gezeigt von einem neuen Pferd, was reinkommen wird. Ich blende es hier gerade nochmal ein. Dabei handelt es sich um einen Schecken. Aber heute im Update wurde bekannt gegeben, dass es nicht nur ein neues Pferd geben wird, sondern gleich ein paar neue Pferde. Keine Ahnung, was uns da erwartet. Ich bin so aufgeregt. Ich bin einfach nur total neugierig. Ich will unbedingt alle neuen Pferde zähmen. Und die es vorher schon gab. Und ich zähme einfach wild um mich, wenn es dann soweit ist. Ah, schön. Ich freue mich so ultra darauf. Dann wird es möglich sein, die Pferde zu führen. Jawohl. Das werdet ihr dann auch machen können. Das heißt, ihr könntet quasi euch irgendwo ein Wildpferd schnappen und könnt es dann auch zurückführen, wenn ihr lustig seid. Wie das Führen aussehen wird, das weiß ich noch nicht, ob man das dann mit einem Führstück macht. Keine Ahnung, da bin ich noch absolut überfragt. Aber das Pferdeführen kommt definitiv mit dem nächsten Update rein. Und noch was Neues. Es wird bessere Animationen geben. Ich weiß noch nicht genau, wie die Animationen aussehen, was da genau verbessert wird, aber definitiv bessere Animationen. Auch da bin ich schon ultra gespannt, was uns da erwartet. Sorry, wenn ich gerade so gehypt bin, aber ich bin einfach nur ultra begeistert. Ich freue mich, dass ich gerade überhaupt reden kann, weil ich eben erstmal sprachlos war, als ich das Update gesehen habe. Ja, bessere Animationen werden auch auf uns warten. Auch da bin ich schon ultra neugierig, was das denn ist. Und jetzt, meine Damen und Herren, Ladies and Gentlemen, etwas, was wir uns alle extrem gewünscht haben, wo extrem viele Fragen zu kamen im Vorfeld und was ursprünglich nicht so geplant war. Es wird schon das Wettersystem eingeführt. Nebel kennen wir schon, Nebel und Sonnenschein. Zusätzlich zum Nebel und Sonnenschein wird es dann aber auch noch Regen, Sturm mit Gewitter geben, wo es auch blitzen wird, und Schnee. Also ein komplettes Wettersystem, was alles umfasst, was es so klimatechnisch passieren kann, was uns so klimatechnisch passieren kann. Was es klimatechnisch, wettertechnisch gibt, alles wird reinkommen. Yay! Ich bin super happy. Und manche von euch fragen sich jetzt gleich, Schnee? Habe ich mich auch gefragt, Schnee? Ja! Jahreszeiten kommen rein. Es wird nicht mehr begrenzt sein, dass man ein Herbstgebiet hat, dass man ein Schneegebiet hat, wo immer Schnee liegt. Nein, es wird so sein, dass es in allen Gebieten alles sein kann. Es wird Frühling geben, es wird Sommer geben, es wird Herbst geben, es wird Winter geben und es wird awesome. Ich bin einfach ultra happy, muss ich wirklich sagen. Jetzt bin ich aber da auch mal auf eure Meinung gespannt. Schreibt es mir doch mal in die Kommentare. Wie würdet ihr das denn am liebsten sehen mit dem Wechsel der Jahreszeiten? Würdet ihr das an das reelle Leben angepasst haben wollen, dass es wirklich im Spiel genau dieselbe Jahreszeit hat, wie es auch gerade im echten Leben ist? Oder wollt ihr das lieber an die Tage, wie sie im Spiel vergehen? Wollt ihr es daran angepasst haben? Wie viele Tage soll es dann für euch Frühling sein, Sommer sein, Herbst sein, Winter sein? Sagt ihr vielleicht, so 20 Tageswechsel, so für eine Jahreszeit oder pro Monat eine Jahreszeit. Schreibt mir einfach mal eure Ideen und eure Meinungen und eure Wünsche in die Kommentare. Ich bin gespannt, was da so zusammenkommt. Und ja,
Schreibt mir mal eure Meinung generell zu dem Update in die Nachrichten. Ich bin sehr, 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 sehr neugierig. Wann das Update genau kommt, dazu kann ich leider immer noch nichts sagen, aber eine gewisse Caro hat mehrfach in den Kommentaren als Antwort verlauten lassen, bald. Bald ist natürlich ein dehnbarer Begriff, aber da stand schon drin, dass es nicht mehr so lange dauern wird. Ich bin gespannt. Vielleicht werden wir nächste Woche mehr erfahren. Jetzt heißt es erstmal abwarten und bis zum nächsten Donnerstag gedulden oder wenn ihr kein Facebook habt, bis zum nächsten Freitag, bis zu meinen News. Ich bin immer noch total geplättet und muss das jetzt erstmal verdauen und verabschiede mich damit für heute. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.